Hallo und herzlich willkommen zur Riesenradplauderei in Landau mit den Vereinsverantwortlichen der Landau-Vereine. Heute zu Gast bei uns Carsten Mock vom Verein Zentrum für Technikkultur. Herr Mock, was ist der Verein Zentrum für Technikkultur? Der Verein Zentrum für Technikkultur in Landau ist ein eingetragener Verein. Wir betreiben in Landau in der Klaus- und Glitzingstraße einen Makerspace. Uns gibt es seit 2019 und wir sind ein sehr junger Verein und trotz all dem, wir haben ein ganz tolles Angebot. Was ist ein Makerspace, den Sie betreiben? Ja, ein Makerspace ist eine offene Werkstatt. Für uns gibt es Räumlichkeiten für Technikbegeisterte. Dort treffen sich Menschen, die Spaß am Basteln haben, die Spaß an Technik haben und das Ganze, die Ideen tauschen und zusammenkommen. Sie sprechen von Technikbegeisterten, Technik bauen, basteln. Was wird da gemacht? Ein ganz aktuelles Projekt während der Corona-Zeit sind unsere CO2-Ampeln, die wir gebastelt haben und gebaut haben. Wir haben 30 CO2-Ampeln für Landauer Schulen und Schulen in der Südpfalz gebaut und den beiden Landräten aus Germersheim und SUW und dem Oberbürgermeister von Landau übergeben. Das ist ein aktuelles Projekt. Wir laden alle ein, das nachzubauen. Die Bauanleitung findet man auf unserer Internetseite und jeder ist eingeladen, das für sich, für seine Schule, für seinen Kindergarten nachzubauen und wir unterstützen. Und wer kann alles kommen zu Ihnen? Bei uns ist jeder willkommen, egal wo er herkommt, ob Mann oder Frau, wir sind da völlig offen. Wir freuen uns über Gäste, wir freuen uns über Menschen, die Interesse haben an uns, die Interesse an Technik haben. Wir haben eine Werkstatt, wir betreiben 3D-Druck bei uns, wir haben eine Elektronikwerkstatt. Bei uns gibt es Workshops im Angebot, wir machen ein buntes Programm für die gesamte Gesellschaft. Jung und alt ist willkommen, wir freuen uns über einen regen Austausch und freuen uns immer über Besuch und auch wenn bei uns offen ist, steht die Tür auch für alle Menschen offen. Wir haben ein ganz breites Spektrum an Mitgliedern. Wir haben Leute oder Mitglieder, die sind im IT-Bereich tätig. Wir haben Mitglieder, die sind in der Software- und in der Hardwareentwicklung tätig. Es sind Mitglieder, die mit Technik jetzt nur Hobby-Umgang haben. Bei uns ist jeder willkommen, auch wenn mal jemand nur ein Loch bohren muss und hat keine eigene Bohrmaschine oder hat zu Hause keinen Platz am Küchentisch für sein Bastelprojekt. Diese Menschen sind alle bei uns herzlich willkommen und die Tür steht offen. Bei uns in den Räumlichkeiten gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, die jedem Vereinsmitglied offen stehen. Wir haben zum Beispiel eine CNC-Fräse, wir haben eine Holz- und mechanische Werkstatt bei uns in den Räumlichkeiten. Bei uns, wir haben viele oder einige 3D-Drucker bei uns. Es gibt einen großen Besprechungsraum, der auch offen steht für andere Vereine. Wenn mal Platz gebraucht wird für eine Besprechung, ist es bei uns durchaus möglich. Und es gibt eine Elektronikwerkstatt. Die Funkamateure vom Landauer Amateurfunkclub sind bei uns auch untergekommen. Wir können weltweit Kurzwellenverbindungen von unseren Räumlichkeiten aus betreiben. Und wir sind erst am Anfang vom Ausbau. Wir haben noch ganz, ganz große Pläne. Jetzt in der Corona-Zeit kann man sich ja schlecht treffen. Wie organisieren Sie das? Ja, da sind wir auch ganz kreativ. Wir treffen uns im Moment online, virtuell. Wir haben einen eigenen Videosystem aufgesetzt, über das wir uns mit unseren Mitgliedern, aber auch mit Gästen austauschen. Wir machen Workshops online, was am Anfang ein bisschen schwierig war, aber es funktioniert wunderbar. Technik kann man ganz toll auch online erleben und da sind wir sehr stark drin. Wir haben das alles selbst gebaut bei uns und auf unserer Homepage ist es nachzulesen und nachzuhören. Wo kann man sich informieren über Ihre Arbeit? Am einfachsten und am besten ist es, unsere Internetseite, unsere Homepage zu besuchen unter zl.space. Dort finden tagesaktuell Informationen sich wieder. Dort kann man sich informieren über den Verein, über unsere Projekte, über anstehende Workshops, über Veranstaltungen, die in Kürze stattfinden, aber auch die schon gelaufen sind. Und darüber bekommt man den besten Überblick, was wir alles bieten. Und der erste Eindruck ist ja immer der wichtigste. Deshalb lade ich Sie herzlich auf unsere Internetseite ein.